Hallöchen, liebe YouTuber, und herzlich willkommen zu Let's Play Rusticus mit dem Montoglas. Jawoll, Kiss, mit meinem Kumpel, mit dem ich mir ja diesen Kanal teile, Kiss. Jawoll. Ja, und wir sind da hinten gleich noch vor einer radioaktiven Stadt. Da gehen wir auch gleich mal hin, aber erstmal hier. Aber erstens müssen wir ein paar Sachen klären. Und zwar, Alter, wie ich mich freue, endlich mal wieder so ein Mehrspieler-Game auf unserem Kanal zu sehen. Und wir haben es auch angezockt, also wir hatten ganz viele Sachen, so M4, MP5 und so weiter, weil wir uns auch erstmal vertraut machen wollten mit dem Ganzen. Vor allem hätten wir uns jetzt nicht so schnell gefunden, wenn wir es nicht angezockt hätten, weil wir da einfach auch die komplette Gegend uns mal angesehen haben. Natürlich ist die Map hier ein bisschen anders als damals, aber die Stadt auf jeden Fall ist gleich und wir werden auch ganz woanders spawnen und so weiter. Alter, wie ich mich einfach nur freue, dass wir dann endlich mal wieder zusammen was aufnehmen. Ja, wollte ich auch. Obwohl, ich guck mal eben im Campfire, von mir sind schon zwei Sachen fertig. Wir haben dann uns auf jeden Fall etwas Essen gemacht, weil ihr das gerade hier unten an der Food-Anzeige seht. Okay. So, ich hab den Wecker gestellt. Jawohl. Jawohl, sauber. Jawohl, ich habe auch schon gerade eben ein Tier getötet, damit ich Essen haben, weil ich hatte gerade nicht. Ihr seht hier auch schon etwas Holz, habe ich. Da war ein Holzhaufen, deswegen habe ich so viel Holz, aber ich habe nicht einen Baum, nur einen Holzhaufen. Und ich denke mal, wir werden jetzt kurz. Wartest du hier und ich laufe mal kurz in die Stadt rein? Oder sollen wir zusammen gehen? Zusammen, wie früher. Dein Fleisch ist übrigens fertig. Und es wird gleich dunkel. Na wunderbar, ich gehe schon mal in die Stadt. Dann nehme ich mal das Holz, direkt mal etwas Kohle, damit können wir später Gunpowder und so weiter machen. Machen wir es wie in den alten Zeiten, du rechts, ich links. Jawohl. Also eher gesagt, ich links, du rechts von dieser Seite aus. Jawohl, warte auf mich. Jawohl, Alter, wie ich das feiere gerade. Jawohl, ich gehe rechts. Okay, ich gehe wieder links. Dann hoffen wir doch, dass wir gleich mal ein paar gute Sachen finden werden hier. Jawohl, das wäre endgeil. Oh, Junge, ich habe schon 3 Schüsse für die Shotgun und 3 Schüsse für die M4. Oh, Junge, jawohl. Und nochmal, ich habe dann für die M4 und die Shotgun jeweils 6 Schüsse. Oh, ein Silencer-Blueprint, jawohl. Oh! Den lerne ich gleich mal. Highlight Medikits, das heißt, wenn wir verwundet. Ein 9mm Pistolen-Blueprint! Oh, ja. Jawoll! Wie wir uns hier abfeiern. Ja, Junge. Und oh, jawoll, ich habe 2 radioaktive Pillen gefunden und 10 Gunpowder. Jawoll! Aus Gunpowder mache ich jetzt direkt mal 9mm Muni. Als wir angefangen haben, wäre das echt scheiße. Diese 9mm Pistole und so weiter ist scheiße gewesen, weil wir einfach alles hatten. Kann ich ja nicht. Sehr schlecht. Aber es wird auf jeden Fall ein geiles Let's Play. Ich freue mich. Jawohl, 10 Gunpowder und eine Flare. Ich sammle die Flare da mal wieder. Ja, aber wir nehmen das Gunpowder, damit wir jeweils Platz im Inventar haben. Ich habe nämlich auch schon Gunpowder. Ja, ja. Oh, ich habe eine Flashlight gefunden. Oh, und 16 Schüsse für die M4 und 30 Gunpowder. Oh, ich hab ne P250 gefunden, Biatch. Jawohl. Vielleicht mal die Taschenlampe und dran. Und 13 Schüsse, die 9mm. Oh. Wir wollen's abfeiern. Junge, wir haben gerade mit der Aufnahme angefangen. Gib mir deine 9mm Muni. Hast du welche? Ja, ein bisschen. Ja, voll gut, gib mit mir. Dann kann ich uns jetzt damit verteidigen. Die liegen hinter dir, ne? Achso, du bist schon hinter mir. Ja, ich bin hinter dir. Da. Warte, warte, gucke dir. Gut, ich nehme die kurz guck mit. Gucke dir. Jawohl, und jetzt? Oh! Und jetzt, gucke dir. Gucke dir, gucke dir. Jawohl! Gucke dir doch mal. Sauber! Hier hast du die 5mm Schüsse. Und das wird uns jetzt auch sehr in der Nacht helfen. Moment, ich guck hier noch in dieser Kiste. Jawohl, warte hier, du kriegst noch eine. Und 5 Clothes. Du kriegst noch was. Was denn? Hier, einmal die Pillen. Jawohl. Und dann kann ich dir hier auch noch etwas Stoff geben. Jawohl, warte mal. Und hier etwas Animal Fat. Okay, warte, warte, warte. Jawohl, jawohl, das hängt gleich Junge, mal so. Das ist mein richtig geiler Start in das Let's Play. Okay, jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir hin wollen. Alter, lass uns nach da oben gehen. Ich habe da hinten gerade schon Holz und so gesehen. Nee, warte, ich crafte mir gerade ein T-Shirt. Gib mir das Gunpowder. Das ist aber mein Gunpowder. Gib mit mir. Gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Steine abbauen und schnellstmöglich einen Ofen machen, damit ich Metal Fragments bekomme und wir das abbauen können. Was noch, als wir ich mach mir auch ein T-Shirt.
Jawohl, T-Shirt! Als wir das Game angezockt haben, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ey, ich habe ja gar... Wir hatten da um die 6 Research-Kits in unserer Box. Übrigens, für die, die es nicht wissen, Research-Kit ist folgendes. Wenn man jetzt, sagen wir mal, hier wie Dave die Knarre hat... Übrigens, eine Hose hatten wir schon, das gehört zum Server. Ja. Man sieht es zwar nicht, aber... Mann, ich hab schon... Warte auf mich, ich crafte gerade. Nana, ich lass dich deinem Schicksal. Alter! Was? Nicht mein Schicksal, 425 Radioaktivität, ich schluck meine... Ich hab auch gerade schon 2 Pillen genommen. Alter, mach mal schneller den scheiß Helm. Ich mach schon 3 Large Medikits. Gib mir eins. Bananen, nö. Junge! Ja, ich mach doch. Lass es mit nö immer. Komm erstmal aus der Stadt raus. Ich guck mal hier vorne nach. Ja, ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal kurz was abbauen gehen und einen Platz zum Schlafen finden. Ja, ja. Ah, warte mal, hier, hinter dir, komm, guck. Ey, es buggt. Hier. Junge, renn doch nicht immer weg, ich knall dich gleich ab. Junge, hier. Ne, jetzt will ich nicht mehr. Ja, okay, warte. guck mal so. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ding! Hey! Ich hab ne Flare und ich werde sie einsetzen. Ich hab ne P250. Ich bin wie Sarazar, der hat auch direkt was gefunden. Willst du dich mit mir anlegen? Willst du dich mit mir und Bob anlegen? Ja? Ja? Ich hab meinen Stein Bob genannt, ja? Komm her. Ich hab meine scheiß Knarre Kill Monto Blast genannt. Ey, das hier ist der Schägel schlechter 3000. Das ist ein Tier. Soll ich das killen? Nein, ja, mach. Nein, ich lasse es. Wir machen uns später ein Hunting Bow, damit wir nicht so viel von der Scheiße hier fahren. Ja, dann machen wir wieder Trick 17 mit der Foundation. Jawohl. Endgeil, dass wir uns so schnell gefunden haben. Am Anfang, als wir was zum ersten Mal gezockt haben, hat das irgendwie... Vor allem wegen der Server... Wir sind einfach die Straße entlang gelaufen, haben uns daran orientiert und haben uns gefunden. Oh, ey, da ist ein Tier. Knall den Bären ab, komm. Das Nein, wir müssen außen rumlaufen. Ich will meine Muni sparen, Alter. Ich hab grad mal 18 Stück. Ja, okay, es wird gleich dunkel, aber ich hab auch eine Fackel und eine Flare dabei. Das heißt, für die Nacht wird es auf jeden Fall eine Helligkeit bei mir reichen. Und du hast ja schließlich deine Taschenlampe. Ja, aber komm, wir müssen mal Steine finden oder so. Mal kurz ein bisschen Damit Holz wir uns schnellstmöglich einen Furnace machen können. Da ist ein Stein, jawohl. Sauber. Und ich will mir auch eine Stone Hatchet machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, selbst wenn wir jetzt wieder mal 0 anfangen, wird's endgeil. Ich nehme den Stein rechts von dir. Selbst wenn wir jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Ich muss was essen. Selbst wenn wir jetzt wieder ganz von vorne anfangen müssen, ist das trotzdem noch endgeil. Und wie ich mich schon drauf freue, die Folgen auf unserem Kanal zu sehen. Und im Übrigen, für die es interessiert, heute nach Wast werde ich dann noch ein bisschen mit einem Kumpel Star Wars Republic Commando aufnehmen. Das habe ich nämlich in letzter Zeit viel zu vernachlässigt. Jawohl. Aber ist auch dabei. Also haben wir dann in den nächsten Folgen einen schönen Stargast. Und ich muss mich entschuldigen, dass die letzte Folge so kurz war. Aber ich wollte das halt nicht so machen, dass der dann plötzlich mitten in der Folge reinschneit, sondern dass es dann wirklich dann ab der nächsten Folge dabei ist. Deswegen wird die nächste Folge dann 10 Minuten lang. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Wo bist du jetzt schon wieder? Hey, das ist mein Stein. Such den anderen. Hey, übrigens, PvP ist aus. Jawohl, gut. Mal sehen, warte. Ich habe Holz, 7 Metal, 15 Steine und 7 Sulfur. Und ich habe noch 17 Metal Fragments im Übrigen. Jawohl, gut. Alter, wie das gerade so wieder richtig bockt, mit dir was zu zocken. Jawohl. Wir werden auch hier direkt ein paar Folgen am Stück aufnehmen, also eine Session. Jawohl, hier ist noch mehr Holz. Ja, ja, und du musst dann noch Dishonored, nicht dann auch noch Star Wars. Ja, genau, Dishonored dürften jetzt mittlerweile, wenn ihr die Folge seht, entweder ein oder zwei Folgen draußen sein. Ja, lädst du eigentlich währenddessen noch ein paar Folgen von Dishonored hoch? Nein. Ok. Also bei mir werde ich heute dann auf jeden Fall den 9. Part von Star Wars hochladen, aber wie gesagt, der ist dann nur 10 Minuten lang. Wegen meinem Freund, weil der dann ab den nächsten Folgen so dabei ist, ein bisschen als Stargast.
Jawohl. Achso, das ist ein Stein. Jedenfalls werde ich die Folge auf jeden Fall euch noch hochladen und morgen werden dann auch ganz sicher Folgen kommen. Jawohl, morgen werden wir auch wieder voraussichtlich ein paar Folgen Rust aufnehmen. Ja, ja. Aber dann eher Abend. Das wird... Warte, lass uns mal da auf den Felsen gehen und hier ein Nachtlager aufschlagen. Ok. Jawohl, weißt du noch am Anfang, als wir dann diesen großen Rundgang. Da hinten ist die Stadt. Das ist die Stadt von gerade eben. Junge, wir sind im Kreis einmal im Kreis gelaufen. Okay, ich mach mal ein Campfire. Ja, ja, warte mal. Ich hab nur noch ein Stück Fußfleisch, also am nächsten Morgen muss ich auf jeden Fall was Dingens gehen. Warte mal. Also, es kann auch manchmal sein, dass es natürlich eine Zeit lang etwas langweilig wird, wenn man so am Lagerfeuer steht. Ja. Aber so ist Rust normal und... Gib mir mal ein bisschen Dingens hier, gib mir mal ein bisschen Cloves und Animal Fat. Ich hab kein Clove. Hey. Außerdem habe ich dir 10 Animal Fat gegeben. Ich weiß, wir brauchen aber nochmal 10 für den Furnace. Hey. Wir brauchen dann noch 10 Animal Clothes, 10 Clothes und 10 Animal Fat. Wir brauchen dann noch 10 Clothes. Warte mal, ich mach mir jetzt eine Stone Hatchet. Mal sehen, kann ich die mir auch schon machen? Kann ich? Hui! 10 Sekunden! Geht die Welt unter und die Stone Hatchet. Ey. Jawohl, und wieder so ein geiler. Okay, so. Naja, den Sonnenuntergang haben wir nicht mitbekommen, aber es ist alles rot. Das ist das Geile, was Rust ausmacht. Wenn die Bäume anfangen rot zu werden, dann geht entweder die Sonne auf oder sie geht unter. Und? Guck mich mal an. Sieht aus, als ob du eine Axt hättest. Das sieht bei dir auch so aus. Alter, chill. Kannst mich nicht kriegen, ich bin der Fass. Problem. Alter, reicht. Kannst mich nicht kriegen, ich bin der Pfefferkuchen, Mann. Junge, reicht. Ja, okay. Schießt der einmal mit der Knarre. Wollte ich eigentlich gar nicht, hab außersehen geschossen. Ja. Ich schmeiß mal den Stein schon mal weg. Hör mal auf, so auszurasten. Jawohl. Ich schnapp mir mal den Baum hier. Sitzt du am Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Jawohl. L-A-G-E-R. Ich weiß nicht weiter, Lied. Junge, du weißt schon, dass er dann nur das Wort Lagerfeuer buchstabiert. Ah ja, das L-A-G-E-F-E-U-E-R Lied. Junge, du hast das R vergessen. L-A-G-E-R. F-E-U-E-R Lied. M? Was für ein M, bitte? Ich hab F gesagt, du Arschloch. Geil. Und darum. Sing doch ganz einfach mit. Oh yeah. Oh yeah. Und jetzt warten wir uns einfach am Marshmallows. Jawohl. Okay, warte mal. Philipp, guck mal. Ich mach jetzt schon mal Wood Foundation. Guck mal. Guck auch mal in den Himmel. Okay, warte, ich mache uns mal schon mal ein Wood Foundation. Übrigens, wenn der morgen anbricht, können wir auch gleich wieder in die Stadt laufen, weil irgendwie kommen spawnen da alle. In der Stadt gibt's mega viele Sachen. Wir haben auch letztes Mal, als wir es angezockt haben, wir unser Haus dorthin. Alter, genau, seh nicht so viel. Ey, haben wir unser Haus dort hinten genau neben der Stadt ge... Alter. Siehst du das auch da oben am Berg? Dieses schwarze? Nö. Dort im Himmel. Okay.
Okay, jetzt ist es weg. Das sah komisch aus. Das sah irgendwie wie ein schwarzes Loch aus. Ufos! 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 Scherzchen. Ja, ja, ja. Okay, also wir haben unser Haus mal dort hinten neben der Stadt gebaut. Weil in der Stadt ist nicht... Das ist jetzt nicht so gefährlich, weil es radioaktiv ist und so weiter in die Stadt zu gehen. Da findet man mega viele Sachen. Jedenfalls, also diese Stadt kennen wir. Allerdings die komplette Map ist nicht gleich. Und ich würde mal sagen, in die Stadt gehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ist schon vorbei? Ist der erste Part schon vorbei? Ja, der erste Part ist schon vorbei. Also bis dahin. Tschö. Das war's doch von mir. Ciao, Leute. Ui.